Hey, mein Name ist Fabian. Schön, dass du hierher gefunden hast. Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir einen Graphic Liner ziehen, beziehungsweise ich versuche es, denn ich sehe es immer mehr auf TikTok oder auf Social Media, dass immer mehr so Graphic Liner gezogen werden und ich finde das so, so geil und ich werde das heute auch ausprobieren. Entweder geht's richtig in die Hose oder es wird richtig geil. Ich werde jetzt auch nicht lange schnattern. Wir fangen jetzt einfach mal an. At first gehe ich in die Modern Mattes Palette von BH Cosmetics, das ist diese bunte hier. Dort gehe ich in dieses Grün hier rein und wir machen erstmal so einen kleinen Lidschatten-Moment. Denn ich will mich so ein bisschen an Naomi John orientieren, weil sie macht richtig krasse Graphic-Liner-Looks. Ja, sie hat mich auch irgendwie dazu ein bisschen so inspiriert und deswegen machen wir das jetzt auch. Ich gebe nur ein softes Grün so ein bisschen hier hinten hin und verblende das so ein bisschen, weil soll jetzt auch nicht zu krass werden. Ich bin eigentlich schon fertig, das soll halt nur so ein bisschen smoky sein, dass halt ein bisschen Farbe auf dem Lid ist. Genau das gleiche auch hier. Nur ich sehe halt ein Problem dabei, dass ich halt nicht so viel Platz auf meinem Lid habe, weil so eine Naomi John hat mehr auf ihrem Lid zu bemalen. Wir schaffen das. Ich mache aber noch so ein bisschen an meinem unteren Wimpernkranz so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich gehe auch so ein bisschen weiter nach unten. Also ich bleibe nicht nur an meinem Wimpernkranz, sondern smoke das ein bisschen so in meine Wange. Ich finde das immer voll krass, wie gut manche Menschen halt einfach mit Eyeliner umgehen können. Das hätten wir schon mal. Ich werde jetzt meinen Eyeliner ziehen mit diesem Liquid Ink Eyeliner von Essence. Ich weiß, es wäre schlauer gewesen, sich so einen Filz Eyeliner zu holen, aber den habe ich halt nun mal nicht da. Und dieses Video ist sehr kurzfristig entstanden, deswegen ist mir jetzt auch egal. Ich kann mit dem eigentlich relativ gut umgehen, beziehungsweise sehr, sehr gut. Ich meine, man sieht das ja auch immer an meinen wundervollen Looks. Ich habe richtig Schiss. Das, oh mein Gott, das wird so trash aussehen. Naja, fuck it. Ich werde jetzt einfach einen ganz normalen Eyeliner ziehen erstmal. Der wird jetzt aber ein bisschen dünner, weil ich will nicht, dass der so allzu krass ist, weil ich will noch ein bisschen Platz haben für ein paar andere Sachen. Auf der einen Seite ist der richtig gut geworden. Ich versuche das jetzt auch nochmal auf der Seite hinzubekommen. Worüber kann ich da mit euch reden? Ich habe immer das Gefühl, ich kann nie so richtig mit euch reden in Videos. Komplett anderer Winkel, ah, fuck it. Weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in meinem Leben ist so wenig los und ich, ja, kann halt nichts erzählen, weil ich halt einfach so verdammt langweilig bin. Ich könnte euch erzählen, dass mein Zeugnis Schnitt 1,8 ist. Aber ich glaube, das interessiert actually niemanden. Streber for life. Ich will jetzt auch hier vorne noch so was Spitzes reinmachen. Das kennt ihr bestimmt. Das ist so immer auf dem Auge, wenn man so einen Cat-Eye-Effekt haben möchte, dass man halt den inneren Augenwinkel verlängert. Und das versuche ich halt einfach jetzt zu machen. Wünsche mir Glück. Der Eyeliner ist richtig schön geworden. Der sieht bis jetzt richtig gut aus. Gerade vorne im Innenwinkel. Gut, der Akku ist mir gerade ausgegangen. Weshalb ich schon mal diesen Inner Corner auf der anderen Seite fertig gemacht habe. Deswegen gehen wir jetzt mal richtig mit Schmackes rein. Ich will jetzt mal so richtig ausrasten auf dem Auge. Ich werde jetzt erstmal anfangen, hier am Ende so eine kleine Linie nach oben zu ziehen. Genau so. Und dann will ich hier anfangen. Ich habe jetzt mal auf der Mitte meines Auges angefangen, hier nach hinten zu ziehen. Ich glaube, oh, das wird jetzt echt krank. So, ich habe die beiden Linien jetzt mal miteinander verbunden. Das gleiche mache ich auch nochmal auf der anderen Seite. Es sieht, finde ich, ganz gut aus. Hier habe ich das viel besser hinbekommen. Das sieht hier komplett anders aus. An sich sieht es richtig fresh aus. Also wirklich. Ich muss echt sagen, ich bin echt begeistert. Das Auge kommt viel besser zur Erscheinung. Es ist die Erscheinung. Ich werde jetzt nochmal eine Linie von meinem Außenwinkel bis nach hier hinten ziehen. Die ist jetzt ein bisschen ungerade geworden. Okay, sieht krank aus. Was machen wir jetzt? Ich werde jetzt erstmal hier die Linie ein bisschen dicker machen, weil dann sieht es vielleicht noch ein bisschen besser aus. Super. Ich habe das auf dem Bild von Naomi John gesehen, dass sie halt von hier innen bis nach hier oben an die Augenbraue gegangen ist. Das möchte ich jetzt auch versuchen. Ich hoffe, das sieht gut aus. Bei ihr sieht es ein bisschen anders aus, aber an sich gut. Es hat gut funktioniert. Boah, ich habe echt Sprachfehler des Todes, ne? Ich muss vielleicht mal wieder zum Orthopäden gehen oder wie heißt das? Keine Ahnung, diesen Typen da, der so meine Sprache irgendwie ändert. Denn ich war da halt irgendwie, als ich 3 war und als ich 6 war. Oder? Ich weiß es nicht. Ich war da auf jeden Fall öfters in meinem Leben, weil ich habe früher so krank gestottert. Ich glaube, ihr seht das Problem. Oh, scheiße. Vielleicht hätte ich das nicht mit einem flüssigen Eyeliner machen sollen. Das ist aber meine Schuld.
Und das ist echt präzise Handarbeit. Das ist echt nicht einfach. Naja, vielleicht kann ich das gleich noch so ein bisschen ausbessern. Ich gehe jetzt aber an meinen unteren Wimpernkranz und mache hier hinten nochmal so eine kleine Linie, wie halt so Wimpern. Und dann mache ich hier unten, wo ich das Grün ausgeblendet habe, nochmal so ein Dreieck aus Eyeliner. Oh, das ist richtig Konzentration. Ich hoffe, ihr seht was, weil wenn nicht, dann tut es mir richtig leid. Und am Ende des Dreiecks mache ich nochmal so einen kleinen Punkt. Liebe ich. Ich finde, das sieht echt krass aus. Ich nehme jetzt schwarzen Lidschatten und gehe damit an meinen unteren Wimpernkranz. Und verblende das so ein bisschen mit dem Eyeliner hier hinten und mit dem Eyeliner hier in der Mitte. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich muss schon sagen, das ist echt krank. Ich glaube, ich bin soweit so gut fertig. Ich klebe mir jetzt noch meine Lashes auf. Huch. Weil ich glaube, dann sieht der Look noch etwas besser aus, weil Lashes machen bei so Graphic Liner immer so diesen Rest-Pep. Und dann sieht es halt einfach so bombenmäßig aus. I just can't. In der Zwischenzeit, wo der Kleber trocknet, tusche ich noch meine Wimpern. Ich gehe nochmal mit meinem Schwarz an meine untere Wasserlinie und packe das da drauf. Oh, bombenmäßig. Jetzt mit der Wimper sieht es bestimmt nochmal richtig geil aus. Look at it. Look at it. I just can't. Das ist der fertige Look und ich bin begeistert. Ich bin so schock, wie geil das halt einfach aussieht. Gerade mit den Lashes, die haben den letzten Pep reingebracht. Aua. Die einzigste Linie, die ich so ein bisschen verkackt habe, ist halt die hier vorne. Die habe ich richtig gut hinbekommen. Gerade das Auge ist viel besser geworden als das hier. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Wer auf jeden Fall Bock hat, Graphic Liner auszuprobieren, probiert es auf jeden Fall aus, weil es ist so nice. Das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Und schaut gerne mal bei TikTok oder Instagram vorbei oder auch beides. Und lasst dort auch gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann dort oder nächste Woche Sonntag hier auf diesem YouTube-Kanal um 14:30 Uhr. Bis nächste Woche. Ciao.